Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizon heißt das Spiel, glaube ich. Und, oh, was macht der denn? Wie hieß der nochmal? Es ist KK. Okay, ich wusste gerade nicht, ob er wirklich KK hieß oder so, ob es okay war. Es ist schon viel zu lange her, einfach nur. Du hast dich also dazu entschlossen, umzuziehen. Ne? Willst der Welt deinen Stempel aufdrücken. So muss es laufen. Gibt im Leben viel zu viele Leute, die dir was vorschreiben wollen. Aber wen juckt's? Du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man es selbst so richtig hält. Da tun sich neue Horizonte auf. Aber merk dir eins, niemand kommt auf Dauer ganz alleine über die Runden. Wenn es da draußen hart auf hart kommt, dann wirst du glücklich sein, ein paar Mitstreiter an deiner Seite zu haben. Aber du bist sicher nicht hier, um einem alten Hund beim Jauen zuzuhören. So langsam wird es Zeit für dich, die Eulen aufzutun. Oh, aber schreib dir die Sache mit den Mitstreitern hinter die Ohren. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dorthin einlädst. Ein Neuanfang auf einer einsamen Insel zusammen mit deinen besten Freunden. Klingt gut, oder? Das klingt actually ziemlich gut. Sobald du aufwachst, lebst du synchron mit der echten Zeit. Aha, ich wusste es doch. Dann viel Spaß. Das wär's von mir. Man sieht sich, ja? Okay, alles klar. Der hatte früher auch eine relativ wichtige Rolle. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, was er gemacht hat. Ich glaube, der hat immer mal wieder in dem Nachtclub gespielt. Und man konnte seine CDs, glaube ich, sammeln, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Was, seine Schallplatten? Ich weiß es nicht mehr richtig. Scroll, sagt der gute Nook. Bist du wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Schlaf geschreckt. Ich würde gerne mit dir sprechen. Ja, warte hier, wenn du bereit bist. Ich bleibe jetzt einfach hier im Zelt drin, dass er ewig warten muss. Kann ich das eigentlich ausschalten? Es läuft KK Blues. Strom sparen, Leute. Wir sind ja auf einer einsamen Insel. Ich weiß nicht, wie lange die Batterie hier durchhält. Wahrscheinlich unendlich lang, aber hey. Okay. Ah, da bist du ja. Ich hoffe, du hattest ein geruhsames Nickerchen. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als nur ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Habe ich verschlafen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Haha, ach, ist doch ganz normal. Nach so einer Umstellung im Leben ist man etwas erschöpft zu sein. Apropos. Ich habe noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unserem kleinen Paradies. Echt jetzt? Du nennst es hier jetzt auch Paradies. Zuerst einmal brauchst du das hier. Hm? Ein Handy? Dein ganz persönliches Nook-Phone. Ich habe es speziell für Bewohner der Inseln entwickeln lassen. Okay. Warte mal, nicht so hastig. Nimm es doch bitte nochmal in die Hand und schalte es ein. Hm? Okay. Okay, das sieht aber... Es sieht ziemlich cool aus. Ich glaube, das ist das Menü, würde ich jetzt mal behaupten. Perfekt, da ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du gerne wieder verstauen. Alles klar. Eine Frage ist vor. Hast du schon mal ein Smartphone benutzt? Ja... Sehr gut, dann soll es ja ein Kinderspiel für dich sein. Und Nook-Phones sind sogar noch ein Stück einfacher zu bedienen als andere Smartphones. Oh ja, wir haben einfach die meisten Funktionen entfernt. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, eine Sache noch. Hier ist deine Rechnung? Oh oh. Das ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern und natürlich dein Nook-Phone. Ja. Damit kommen wir summa summarum auf bescheiden 49.800 Sternis. So viel habe ich nicht. Wirklich ein köstlicher Scherz-Scroll. Das ist dein Ernst? Ah, natürlich. Wie konnte ich das nur übersehen? Also Sternis sind eine Währung, die du hier gegen Waren und Dienstleistungen tauschen kannst. Bleibt immer noch das Problem, dass du keine hast. Ja, gut. Aber keine Sorge, nein, für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Du kannst dein Reif für die Inselpaket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere hiermit einen brandneuen, überaus praktischen Service Nux Meilenprogramm. Was sind Meilen? Nun, das ist wirklich eine formidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Hohoho, ganz formidabel. Mit Nux Meilenprogramm verdient man Meilen, indem man hier auf Paradies einfach nur lebt. Leute, warum kann das nicht einfach im richtigen Leben so sein? Man verdient Geld dadurch, oder man verdient eine alternative Währung dadurch, dass man einfach lebt.
Das fände ich eine gute Sache. Wenn man die Miete davon zahlen könnte. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen man verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Also man verdient mehr, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühren und das ist noch längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wären 49.800 Standis fällig, aber dadurch stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt und läppische 5.000 Meilen. Das ist ja gar nichts, Alter. Ich weiß nur, wie viel es ist. Also umgerechnet würde das ja heißen mit 49.000. Das heißt, es wären ungefähr eine Meile sind 10 Sternis. Ist okay. Ich werde dir dann mal das Programm anmelden, damit du sofort in Meilen abbezahlen kannst. Weitere Details findest du auf deinem Nook-Phone. Starte dazu die Nook-Meilen-App. Du wirst sehen, dass du schon bald für deine Reise zur Insel den Beitrag zum Programm Meilen verdient hast. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, die müssen wir um ein paar Dinge kümmern, aber lass mich noch einmal kurz eine Ankunft beglückwünschen. Es freut mich, dich als Kunde von Nook Inc. Und Bewohner von Paradise oder Paradies zu begrüßen. Ich glaube, die Wahl vom Wasserfall war prinzipiell gar nicht so smart, weil es einfach übel laut ist. Stell dir mal vor, ihr schlaft einfach neben dem Wasserfall. Es sieht toll aus, aber. Naja, mein neues Leben hat begonnen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Juhu! Okay. Aber jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron zu der echten Welt. Berühre den Power-Knopf oben rechts, wenn es. Berühre nicht den Power-Knopf, wenn oben rechts das Symbolkreis für ja, automatisch speichern. Wenn du aufhören möchtest, kannst du auch Minus drücken und speichern und beenden. Okay. Ich habe noch einen Brief gekriegt, oder besser gesagt zwei, von Nintendo. Vielen Dank für das Herunterladen des Updates. Um uns erkenntlich zu zeigen, möchten wir dir ein Geschenk überreichen bis zum nächsten Update. In die Tasche bitte damit. Und wir haben hier nochmal eins von Nintendo. Liebes Troll, alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich. Das ist blablabla. In die Tasche damit. Dankeschön, Nintendo. Wirklich nett von euch. Okay, was haben wir denn gekriegt? Geschenk. Auspacken. Nintendo Switch. Oh mein Gott, wir spielen Animal Crossing in Animal Crossing in Animal Crossing in Animal Crossing. Das wäre ziemlich cool. Behelfswerkbank. Erlernen. Ist das eine Anleitung fürs Basteln? Wie soll man sich das denn merken? Okay, ich sollte aber mal aufs Nook-Phone gucken. Okay, das sind also hier die. Das ist die Meilen-App. Nooksmilen. Du hast dich für Nooksmilen-Programm angemeldet. Du kannst dir durch die Teilnahme an Aktivitäten auf der Insel Nooksmilen verdienen. Danach kannst du im Nook-Portal im Service Center gegen exklusive Vorteile und Produkte austauschen. Koste das Inselleben voll aus und hole dir Nook-Meilen. Ah, okay, das sind. Oh, wow. Nook-Meilen erhalten hier. Vielen Dank. Oh, 500. Oh, ist doch nicht schlecht. Vielen Dank für deine Teilnahme. Nook-Meilen. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Sache, weil das hier wirklich so in die Richtung. Oh mein Gott, wie viel es da einfach gibt. Weil das hier geht schon wirklich in die Richtung von Achievements, die man erreichen kann. Ich glaube tatsächlich, das ist das, was sie damals in dem Video als so Achievement-Dinge gemeint haben. Ich glaube, dass du letztens Bahn unter die Arme gegriffen hast. Mein Zelt steht jetzt brumm brumm. Aber weh ist der? Mit all den Nasen, die hier. Oh mein Gott, Ursula. Die hier alle ist. Mit all den Namen, die hier rumlaufen, ist die Insel alles andere als einsam. Och, Gänseblümchen, dich nehme ich dann da so vor, du bist doch der Coolste. Als lass es gehörig rocken. Ich hab's. Ich zerbreche mir schon die ganze Weile den Kopf, weil ich was Gutes tun kann. Endlich hat es mir ein Geistblitz. Knallharte Anleitung für den Do-It-Yourself-Blättchenschirm. Ha. Nochmal eine Anleitung, mit der ich nichts anfangen kann. Was sticht einem hier in der Insel als erstes ins Auge? Ganz klar, das Unkraut, das hier überall rumgeht. Der Anblick alleine war eine Inspiration für dieses knallharte Bastelprojekt. Muss ich mich bedanken. Wenn du dich noch nicht ans Basteln getraut hast, hau mal Tom Nook an. Der organisiert kostenlose, ganz groß, wichtig, dass es groß geschrieben ist, Schnupperkurse im Service Center. Kannst auch erst nicht glauben. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Also da müssen wir mal reingucken. Warte mal, wir müssen hier runter. Oh, es gibt auch inzwischen hier diese Tafel.
Schwarzes Brett. Auf diesem schwarzen Brett werden wichtige Hinweise und nützliche Informationen für alle veröffentlicht. Ja. Bewohner der Insel, Besucher und sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Weitere Ergebnisse. Okay. Ja, komm, gehen wir doch einfach mal ins Gemeinschaftszentrum hier, ins Community Center. Und schauen doch einfach mal, was hier der gute Tom Nook für uns weiß. Der bringt uns ja wohl hier kostenlos Basteln bei. Ah, Cutscene. Ah, Scroll, willkommen, willkommen. Na, hier ist es doch ganz kuschelig, hm? Nicht komfortabel, aber schon kuschelig, ja. Lass es mich wissen, wenn du einen Rat zum Inselleben oder irgendetwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf der Insel so alles benötigst, solltest du mit Nepp reden. Er kann dir dabei helfen, an die nötige Grundausstattung zu kommen. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Ankaufspolitik. Das soll heißen, er kauft fast alles. Nicht unbedingt die gewiefteste Business-Methode, aber definitiv großzügig. Ja. Okay. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Bastel an. Das ist doch das, was wir haben wollen. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Hm? Ja, komm. Dann begrüße mich doch mal. Sag, ich bin ganz Ohr. Bastelkurs. Ja, die Einführung sind Basteln. Jeder Teilnehmer darf das, was er selber hergestellt hat, behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel. Hm? Soll ich dich für den nächsten freien Kurs anmelden? Ja, gerne. So gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. Das ist ein ziemlich spontaner nächster Kurs, würde ich mal sagen. Aber okay, ich meine, hey, wer bin ich? Ich finde es so schön, einfach wie er trotz des Hemds halt einfach so einen richtigen Flatsbauch hat. Einfach super nice, muss ich sagen. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Ich kann mich ja hier jetzt auch mega zurücklehnen eigentlich, während ich das Spiel, weil das Ganze ja über den Controller geht. Das ist echt cool. Im Grunde ist es sehr einfach, wirst du gleich selber sehen. Du brauchst lediglich eine Anleitung und die nötigen Materialien und eine Werkbank, wie diese hier. Heute bauen wir uns ganz gewöhnliche Materialien, eine Angel. Und eine Angel ist doch schon mal nicht das Schlechteste. Für eine Angel brauchst du 5 Äste. Sie wird etwas filigran sein. Finde nötige Materialien und komm dann wieder zu mir. Hm? Ja, das werden wir doch glatt mal machen. Das heißt also, wir dürfen wieder auf Astsuche gehen. Ich hoffe halt wirklich, dass die Äste eine gewisse Spawnrate haben. Also, dass die jetzt immer wieder hier immer wieder auftauchen, weil es wäre halt scheiße, wenn wir irgendwann mal keine Äste mehr haben würden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool, den Stein nehmen wir auch mal mit, wer weiß, für was wir das brauchen können. Ich finde es relativ cool, dass sie wirklich hier ein komplett eigenes Crafting-System mit reingebracht haben. Früher war das ja wirklich so, du hast halt deine Items gekriegt und die konntest du, glaube ich, auch verbessern, wenn ich es richtig weiß. Dass du irgendwann mal eine goldene Angel hattest oder sowas in die Richtung. Aber dass du dir deine Sachen jetzt selbstständig craften musst, finde ich relativ cool. Ich hoffe nur, dass man nicht alles immer aus diesen komischen Stöckchen machen muss, sondern dass es halt auch wirklich solche Ressourcen gibt wie Holz, Stein. Also nicht diese kleinen Steine, sondern vielleicht, dass man halt mit einer Spitzhacke craften muss und dann craftet man sich aus den Steinen hier irgendwelche Sachen. Das fände ich schon relativ cool, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier meine Armlehnen kurz ein bisschen verstellen, dass ich näher an den Rechner ran kann. Oder was gesagt, den Monitor. Hier jetzt habe ich die Sachen. Pack mal deinen Energy weg und dann können wir reden. Ah, Scroll, du hast die nötigen Materialien gefunden. Also dann bauen wir uns eine Angel. Nice, dann können wir heute noch angeln gehen. Das freut mich. Werde zum Anfang ein Projekt an der Werkstatt, versuche es mal. Okay, wir gehen also hier rüber. Klick mal A. Angel. Ja. Wir haben 9 Äste gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Herstellen. Erstmal mit dem Hammer 5-mal draufhauen, das klappt schon. Die Wackelangel ist fertig. Yay, genau, perfekt. Wie du siehst, ist das Basteln ganz einfach und solange du die Anleitung hast. Das war es schon für die Einführung ins Basteln. Okay, das ist relativ einfach tatsächlich. Eine Sache noch, hier sind ein paar Anleitungen kostenlos natürlich. Alter, du bist halt ein Gönner, Tom. Look. Ich schicke sie dir einfach auf deinen Look vor und kannst bitte kurz rausholen. Okay, wow. Ausgezeichnet. Diese App, Bastelanleitungen, ist nun auf deinem Nook Phone installiert. Das ist doch auf jeden Fall mal eine gute Sache, würde ich behaupten. Gerade gebastelt hast, hast du natürlich auch behalten. Das ist auch cool. Soll dir gute Dienst leisten, eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Wo wir von Angeln sprechen. Ich bin kein Meisterangel, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine vor den Schatten eines Fisches zielen.
Wenn du ihn fängst, würde ich gerne sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Okay, das heißt also, wir werden uns jetzt erstmal nach draußen begeben. Nebenher noch Stöckchen und Steinchen sammeln und vielleicht die Möglichkeiten nutzen, um etwas zu angeln. Die zwei können wir wahrscheinlich jetzt erstmal erlernen, weil jetzt haben wir unsere komische App hier. Jetzt weiß ich, wie man eine Behelfswerkbank erstellt. Die kann ich wahrscheinlich in meine Behausung dann packen, dass ich da halt einfach auch eine Werkbank habe und nicht immer zum Nook rennen muss. Ich weiß jetzt, wie man einen Blätterschirm herstellt. Yay, das ist halt wichtig. Aber hier haben wir nochmal eine Sache, die man halt sammeln kann. Kann ich... Ah, okay, ich kann sie so packen, indem ich A halte. Ausrüsten. Und dann gehen wir mal angeln, Leute. Nice, ich habe wirklich mega... Ah, wir brauchen auch unbedingt noch einen Kescher. Also so einen... Wie nennt sich das denn? So ein Käfer-Kescher oder sowas in die Richtung. Wir haben halt leider gar nicht so viel Platz irgendwie, weil die Insel besetzt noch relativ... Da vorne ist ein Fisch, den nehmen wir mit, komm. So kann ich die Kamera umstellen. Hier ist ein guter Platz und hopp. Das Fischen war früher echt immer eine sehr, sehr coole Sache, muss ich sagen, weil du halt... Okay, ich glaube, dass ich... Ah, nee, jetzt hat er es registriert. Weil du halt im rechten Zeitpunkt A drücken musst. Und zwar immer dann erst, wenn der Schwimmer nach unten gezogen wird. Oh, wow, wir haben einen Stein gefangen. Ist prinzipiell okay. Ich weiß nicht, wie das später mal laufen wird, ob wir Steine wirklich als so eine häufige Ressource haben werden. Aber wenn es wirklich so ein bisschen... Ist das dein Ernst, Fisch? Du schwimmst einfach an dem Ding vorbei. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die KI von den Viechern war schon immer richtig schlimm. Na, oh Gott, ich hab da noch A gehalten, weil ich gemerkt hätte, er hat nur angepickt. Ah, what have I done? Okay, wir können aber nebenher noch nach Stöckchen suchen hier. Ah, Mann. Das war natürlich nicht optimal, dass wir das jetzt so... Dass wir den jetzt nicht gefangen haben. Das können wir mitnehmen, oder? Ich weiß, dass solche Sachen kann man auch zu Anfang verkaufen, um sich erstmal ein Grundeinkommen ranzuholen. So, dann gucken wir mal. Du bist aber jetzt ein Fisch. Komm. Jetzt beißt doch endlich an. Jetzt habe ich ihn. Komm schon. Jawohl, das sieht gut aus. Was ist es? Ja, eine Sardine. Nee, eine Sardelle. Kommt nicht auf die Pizza. Okay, dann kommt sie halt nicht auf die Pizza. Aber dann haben wir jetzt unser erstes Fischchen eigentlich mal gefangen. Ich würde jetzt am liebsten direkt weiter angeln, aber ich glaube, dass... halt, nein, die will ich mitnehmen. Aber ich glaube tatsächlich, das bringe ich jetzt erstmal zu Tom Nook, weil der ja gesagt hat, wir sollen halt direkt das... Ich will aber noch ein Ästchen mitnehmen. Vielleicht können wir... Nee, zuerst gucke ich mal... Wie kann ich auf meinen Phone gucken? Ah, hier oben, ZL. Ah, oh, wir haben auch noch eine Nook-Meile hier gekriegt. Marke Eigenbau. Wir haben gar keine Nook-Meilen gekriegt. Wir haben nur noch was Neues freigestellt. Wie viel würde denn ein Kescher kosten? Können wir den schon herstellen? Bastelanleitungen. Diese App hilft dir dabei, Bastelanleitungen zu werden. Häufig gebastelte Dinge kannst du Favorit markieren. Und basteln ist ja viel leichter, einfacher und komfortabler. Hier ist der Kescher. Brauchen wir auch 5 Äste. Das heißt also, wir sammeln uns jetzt nochmal einen Ast, dass wir uns einen Kescher craften können. Ich kann auch rennen, oder? Ja. Komm schon, irgendwo muss doch hier noch ein blöder Ast rumliegen. Dass wir uns noch einen Kescher ranholen können. Den Stein nehme ich auf jeden Fall mit. Ist euer Ernst, hier gibt's... Ah! Okay, man kann wirklich die Bäume schütteln, um noch zusätzliche Äste zu kriegen. Ich möchte aber jetzt die Birnenbäume nicht gerade... Oh, da ist noch ein Fisch. Die Birnenbäume jetzt nicht gerade schütteln direkt, weil ich nicht weiß, ob wir die später vielleicht noch brauchen. Und da will ich die halt einfach nicht so frühzeitig rausholen. Ach, oh, ich bin so schlecht im Angeln einfach nur.
Ist das ein Fisch oder ist, nee, das ist der Schatten vom Baum? Okay, egal. Wir können mal hier zu unserem guten Tom Nook rein. So. Ah, Scrawl, hallo, hallo. Was hab's sein, was liegt an? Sag ich, bin ganz Ohr. Ich habe ein Lebewesen. Wunderbar. Wollen wir mal sehen, in Ordnung. Ja, hier, guck mal, kriegst du von mir eine Sardelle. Bitteschön. Schön in einer Plastikpackung. Was für ein Fang, wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um eine Sardelle. Wenn diese Insel sowas wie Sardellen beherbergt, wer weiß, was dann noch alles hier finden werden. Ich habe eine D-Scroll. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum und ich würde ihm gerne mal einen Blick drauf werfen lassen. Wärst du damit einverstanden? Hm? Ja, klar. Warum sollte er das nicht machen? Vielen Dank. Ich werde mich gut um die Sardelle kümmern, das hoffe ich doch. Aber iss sie nicht. Oh, bevor ich es vergesse, ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Okay, was kriegen wir denn für eine neue App? Sie heißt Faunapedie. Eine angenehme Naturforschung wie dich. Mithilfe dieser App erfährst du Details über Insektenfische, die du fängst. Ja, ja. Okay, das ist auf jeden Fall nice. Ich bin sicher, du wirst schon bald unzählige Einträge darin haben. Ja, das hoffe ich doch. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Das wäre nicht schlecht. Das heißt also, wir craften uns nochmal hier ein Kescher. Einfach, dass wir auch noch die ganzen... nein, ich möchte nicht weitermachen. Dass wir uns die ganzen Schmetterlinge und Zeug machen. Was ist das hier denn eigentlich? Oh, wie könnte ich nur vergessen? Ich muss noch erklären, wofür die Kiste gut ist. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das ist eine Krimskramskiste. Steht jedem Einwohner zur Verfügung. Die Leute legen ihre Sachen hinein, die sie nicht mehr brauchen. Dort landen auch Items, die bei Bauarbeiten aus dem Weg geräumt werden müssen. Ach ja, wenn dir irgendwas aus der Kiste gefällt, nimm es ruhig mit. Wenn die Kiste voll ist, wird das älteste Item darin entsorgt. Also warte nicht allzu lange darin. Karton und einen Ast. Nehme ich. Weil Äste brauche ich nämlich gerade. Einen Karton. Nehmen wir einfach mal mit. Gucken wir mal, was passiert. Was ist das hier? Ich sollte noch ein paar Worte zum Terminal sagen. Terminal? Ich weiß es nicht. Das ist ein Nook-Portal. Okay, wir nennen es Nook-Portal. Das ist noch einfach. Es wird dein Leben auf der Insel leichter machen und spaßiger. Im Moment bietet es dir zwei Funktionen. Scroll, da wäre erstens Nook-Shopping. Dort kannst du Dinge bestellen, die man auf der Insel schwer findet. Außerdem dient es als Geldautomat der Nook-Direktbank. Zudem ist es Service in Arbeit, über den du Nook-Meilen gegen diverse Prämien eintauschen kannst. Wahrscheinlich erst, wenn ich dann halt das Ganze abbezahlt habe. Äußerst nützlich, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Willkommen beim Nook-Portal, ein Multifunktionsterminal von Nook Inc. Einmal pro Tag erhalten Sie Zugriff auf das Nook-Portal. Was? Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nook-Portal Bonusmeilen. Ersten Tag 50. Ah, das ist ja richtig nice, hey. Ich merke aber gerade, ihr seht die Meilen nicht. Die standen da gerade oben rechts in der Ecke. Nee, ich möchte nichts mal. Ich habe nämlich nichts zur Verfügung momentan. Deswegen gehen wir einfach wieder raus und werden jetzt noch ein bisschen, solange die Folge geht, Sachen fangen und machen und tun. So, denn wir haben jetzt einen Cacher. Dann rüsten wir mal aus und gehen mal auf die Jagd, Leute. Hier habe ich nämlich vorhin ganz viele Schmetterlinge oben in der Nähe meiner Hütte gesehen. Ha, da ist Nummer 1. Oh, nein. Ha, habe ich dich. Oho, ein Schwalbenschwanz. Zwitschern die nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen? Zungenbrecher hier. Muss mal gucken, später wird es auf jeden Fall deutlich schwieriger, die ganzen Tiere zu fangen. Weil man sich dann auch an gewisse Leute, an gewisse Tiere anschleichen muss, wie auch zum Beispiel ein größerer Fische oder sowas. Das da hinten sieht man, da ist nochmal ein Fisch. Das sah mir gerade auch, wie ein Schwalbenschwanz ist. Es wäre noch ganz praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man, es sind so ein paar Komfortsachen tatsächlich, wenn man halt wirklich sagen könnte, man rüstet, kann ich direkt fangen. Man rüstet sich mehrere Items auf verschiedene Tasten aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Frosch hier um die Ecke kommt da oben, dann sieht es immer so aus, als ob da der Horror rumläuft. Ah, da ist nochmal einer. Bist du auch eine Sardelle? Ja, komm schon. Nein, komm jetzt. Jawohl.
habe es tatsächlich auch wieder eine Sardelle. Okay. Jetzt aber mal genug Sardellen. Ich habe jetzt hier oben gerade noch einen Schmetterling gesehen. Du bist auch nochmal ein Schwalbenschwanz. Aber ich glaube tatsächlich, dich könnte ich fangen und dann verkaufen. Ich meine, ich muss wirklich sagen, ich spiele dieses Spiel auch sehr, sehr gerne ein bisschen auf Progress. Das heißt also, wir werden jetzt hier nicht irgendwie langsam, aber sicher hier die Tage verbringen und die Zeit verstreifen lassen oder so und die ganze Zeit nur durch die Gegend wandern, sondern ich möchte auch wirklich, dass wir ein bisschen Fortschritt sehen hier. Das ist ein Zitronenfalter oder auch ein Schwalbenschwanz? Nee, es ist ein Zitronenfalter. Sei nicht sauer, weil ich dich gefangen habe. Die Witze sind immer noch genauso gut wie früher. Okay, nehmen jetzt mal noch unsere Angel raus und angeln diesen Fisch. Das war deutlich zu knapp. Hier Fischchen, komm. Eins, zwei. Jetzt. Ha, wusste ich. Ich muss auch sagen, es sieht wirklich schön aus vom Wasser und alles. Ja, eine Bachschmerle. Eine Bachschmerle. Das Leben im Bach ist... Oh Gott. Okay, ich habe jetzt noch auf jeden Fall um einiges mehr Wildtiere gefangen. Das heißt also, die gebe ich jetzt mal noch beim guten Nook ab. Und dann würde ich mal sagen... Alter, der trinkt schon wieder hier sein Getränk, hey. Kein Wunder hast du so einen Kessel, Junge, wenn du die ganze Zeit Kaffee trinkst oder Eis oder Eistee oder was auch immer das ist. Ah, Scroll, was darf sein, was liegt da an? Sag, ich bin ganz Ohr. Ich habe mehr Lebewesen. was hast du denn für mich? Ich habe zur Verfügung einen Schwalbenschwanz. Oh, was für ein Fang, wenn ich mich nicht richtig irre, ist das ein Schwalbenschwanz. Dürfte ich dieses Sprachexemplar an einem Freund im Museum zukommen lassen? Ja, darfst du gerne machen. Vielen Dank, ich werde gut um den Schwalbenschwanz kümmern. Okay, übrigens, hast du dich an der Werkbank noch weiter mit Basteln beschäftigt? Und ob, natürlich, ich habe noch einen Kescher gebastelt, sonst hätte ich das doch gar nicht machen können. Ausgezeichnet. Mir war schon aufgefallen, dass du Freude daran hast. War das so? In diesem Fall werde ich dir noch ein paar Bastelanleitungen auf deinen Nook-Phone schicken. Ja, ja. Alter, der ist ja richtig gönnerhaft unterwegs, der Typ. Nice, dankeschön. Zuerst einmal für eine Axt, mit der du Holz von Bäumen schlagen kannst. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und dazu noch ein paar Anleitungen für Dinge, die du aus Holz dann basteln kannst. So erweitert sich der Bastelrepertoire mit einem Schlag ganz gewaltig. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Bitte bring auch weiterhin deine Funde zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Okay, das werde ich doch gerne machen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil hier die ganze Zeit immer noch das Ding aufploppt. Mache ich mal ganz kurz Steam auf. So, dass es nicht mehr mir hier auf die Nerven geht. Es tut mir leid, dass das jetzt die ganze Zeit aufgeploppt ist. ZL, wir haben nämlich hier Nook-Meilen jetzt wieder gekriegt. Und zwar hier, Selbstbewohner. Okay. Nooking Flight, Nook-Meilen für die Bastelanleitung, die du erhältst. Tut mir doppelt aus. Wir haben 10 Bastelanleitungen jetzt inzwischen. Das sind 300 Nook-Meilen. Das ist nicht schlecht. Ich muss aber mal noch gucken, dass ich meine Kamera vielleicht ein bisschen weiter nach unten setze. Das machen wir jetzt gleich mal noch, dass ihr auch hier die Nook-Meilen seht. So sollte das tatsächlich passen. Ah, vielleicht noch ein Stückchen weiter runter. So sieht das Ganze doch ganz gut aus, oder? Perfekt. Ja, schön. Damit haben wir das also auch gekriegt. Haben neue Rezepte hier am Start. Und zwar eine Axt. Dafür brauchen wir 5 Äste, einen Stein. Gut, dass ich die Steine schon mal mitgenommen habe. Was bräuchten wir denn für die Werkbank? Eisenerz und Hartholz. Ah, ich glaube, Hartholz müssen wir... Cool, dann gibt es wirklich so eine Art Crafting-System in dem Spiel. Das finde ich ziemlich nice, wenn ich ehrlich bin. Was das sein, das liegt an. Sage, ich bin ganz... Oh, ich habe noch ein Lebewesen für dich. Oh, etwa noch ein. Ich sehe... mir gerne an, was du mitbringst. Kriegst noch einen Zitronenfalter. Bitteschön. Aber was für ein Fang, wenn ich mich höre, das hat ein Zitronenfalter. Ist ein bisschen cool, dass man alles einzeln abgeben muss. Das Freund aus dem Museum zu kommen lassen. Vielen Dank. Ich werde mich gut um den Zitronenfalter kümmern. Ja, ja. Diesmal habe ich übrigens auch eine richtige Belohnung für dich. Das ist schon mal nicht schlecht. Und zwar Alpenfeilchensamen. Das ist eine Probe unserer Ware. Du kannst eine Erde einpflanzen, wo du möchtest. Ein paar Tage später blühen dort hübsche Blumen. Probier es einfach mal aus. Und wenn sie gefallen, wenn du Gefallen daran findest, kannst du jederzeit mehr kaufen. Bitte bring auch weiterhin Funde zu Wohl der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Einen habe ich noch.
Ich habe hier für dich noch was. Ich sehe mir gerne an, was du mitbringst. Bla bla bla. Ich habe hier noch eine Bachschmerle. Bachschmerle. Ja, ist okay. Darfst du gerne machen. Hier, vielen Dank. Ich werde mich gut um die Bachschmerle kümmern. Ach ja, wegen der Blumenprobe, die ich dir gegeben habe. Eins muss ich noch erwähnen. Die daraus ersprießenden Blumen sind robust und sollten auch ohne Pflege ganz gut gedeihen. Aber wenn du sie jeden Tag gießt, kann man sie züchten und kreuzen, um neue Farben zu erhalten. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Du fragst dich, wie das mit dem Gießen anstellen sollst? Mit der Gießkanne, für die ich dir eine Anleitung auf den Lookform geschickt habe. Mein Buchhalter würde mich mit den Kopf schütteln, wenn sie wissen, dass ich ja die Sachen verschenke. Aber du hast schon so viele Tiere für mich gefangen oder irgendwas unterstützen. Ja. Bitte bring auch weiterhin Funde zu mir zur Wohle der Insel. Jetzt frage ich mich, was würde passieren, wenn ich ihm jetzt wirklich nochmal ein Tier andrehe, das ich aber schon hatte? Probieren wir einfach mal aus. Wir nehmen jetzt einfach mal hier so eine Sardelle. Du hast noch eine Sardelle gefunden. Eine reicht mir, okay. Oder verkaufen. Wenn du irgendwas fängst, das du nicht habe, sag mir bitte sofort Bescheid. Okay, gut. Da hätte ich mal gesagt, wir verkaufen die Sachen. Oh, hallo, du bist wirklich eine ganz schnelle Truppe. Jawohl, hier laufen zwar noch die meisten Vorbereitungen, aber Handvoll Kleinigkeiten kann ich dir schon anbieten. Da wir ja kaum Lagerplatz haben und so gibt es eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Du hast bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal, was es gibt. Vielleicht ist was für dich dabei. Ich schau mal. Spitze. Was gibt's denn? Eine Kerze und eine Liegestuhl für 760 Sterne. Alter, so viel Geld habe ich doch nicht. Alles klar soweit. Ich verkaufe nicht nur, wir kaufen auch Sachen an. Alles, was man zu hier findet. Und weil eine saubere Insel was Tolles für alle ist, tja, darum zahlen wir auch ein paar Sterne für Unkraut oder Abfälle. Hoho, das ist cool tatsächlich. Die du in der Gegend aufsammelst. Sehe, wirst du bestimmt ankaufen. Fragen kostet nichts. Okay, ja, das heißt also, wir werden auf Unkrautfarmen gehen. Ich würde das verkaufen. Sehr gerne. Was hast du denn zum Anbieten? Ich habe Sardelle. Man kann das jetzt auswählen. Das ist ziemlich gut. Die ganzen Sachen kann ich verkaufen. Okay. Einiges für uns dabei. Ich hänge das kurz zusammen. Das sind... So, insgesamt behält ich 1900 Sternis für so ein bisschen was. Ah, aber sowas von. Hä, mit dem Cash, hey. Verdankt. Hoffen, das beerst uns bald wieder. Ja, nice. Das ist doch... Schon mal ein guter Start. Und wir haben jetzt auch hier ein paar Nookmalen wieder freigeschalten. Oder was sehe ich da jetzt gerade? Ah ja, hier. Verkaufen statt Horten. Leichtes Gepäck. Nice. 300 weitere Nookmalen, die wir jetzt hier zurückgelegt haben. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wir haben neue Bastelanleitungen. Ja, immer noch die Gießkanne. Dafür brauche ich Weichholz. Das heißt also, wir müssen als allererstes eine Axt craften. Und wenn wir diese Axt dann haben... Können wir dann auf alternative Sachen gehen. So Leute, die Folge geht jetzt aber auch schon eine halbe Stunde. Ich hätte mal gesagt, an dieser Stelle ist jetzt auch erstmal Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das, wie gesagt, sehr, sehr gerne zeigen in den Kommentaren, was ihr von dem ganzen Spiel haltet. Oder auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Eure Meinung ist mir auf jeden Fall wichtig. Ich werde jetzt die Tage nochmal eine weitere Folge von Animal Crossing hochladen. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wann und wie das geschehen wird. Je nachdem, wie euch halt auch dieses Format hier gefällt, muss ich einfach mal schauen, wie viel davon kommt. Aber ich denke auf jeden Fall, eine Folge wird es hundertprozentig noch geben. Deswegen, liebe Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.